Am Mittag gegen 12.30 Uhr kam es in der Dresdner Straße Ecke Hermann-Löns-Straße zu einem Wasserrohrbruch. Die Straße ist auf beiden Seiten aufgebrochen und musste sofort gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Bautzener Straße und die Thiemstraße umgeleitet. Die Feuerwehr geht von einem Materialschaden aus, das sei aber nichts Außergewöhnliches. Wie lange mit den Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden muss, ist bis jetzt noch nicht klar. Mitarbeiter der LWG und der Feuerwehr sind dabei, den Schaden zu beheben.